Nur meine Verurteilung verletzt mich. Durch meine urteilenden Gedanken, grollige Gedanken, unwahren Gedanken verletze ich mich immer nur selbst. Ne? Und dann klage ich mich auch noch dafür an. Also ich setze immer noch mal einen obendrauf. Wie ist da Frieden möglich? Gar nicht, wenn ich nicht bereit bin, es aufzugeben. Und das ganze Denksystem aufzugeben. Das ganze Ego-Denksystem. Das sucht immer irgendwelche Gründe, Erklärungen. Ständig dauernd, warum ich mich nicht wirklich wohlfühle oder ich nicht wirklich im Frieden bin. Irgendwo ist immer was. Weil ich mich so auf diese Welt fixiert habe und reduziert habe, auf diesen Körper. Das ist wirklich dieses Kleinhalten, dieses Beschränkthalten auf den Körper. Ich darf den Körper gerne nutzen, aber immer im geistigen Sinne. Wenn die geistige Ebene da nicht mit einfließt oder der Fokus auf der höheren geistigen Ebene ist, dann ist die Lernebene ganz schnell vorbei, wenn es sich nur um Körpergedanken handelt. Das begrenzt mich, beschränkt mich, bringt mich nicht weiter und bringt nur Frust hervor. Gerade weil es kein Licht einlässt, nicht wirklich. Scheinbare körperliche Freuden, ja wunderbar. Aber es geht ja darum, darüber hinauszugehen. Den Körper als Fahrzeug, als Mittel auch nutzen zu können. Tja. Ich bin kein Körper. Ich bin so frei, mächtiger Geist. Und ich will diese Macht anerkennen, diese Heiligkeit und Herrlichkeit. Und der Bruder hilft mir. Möge ich es in ihm sehen, damit ich es in mir selber sehe. Wenn ich es mir abspreche, wie soll ich es im Bruder sehen? Die Verurteilung blockiert mich. Das ist ja die Blockade vor Gott. Und dann will ich ja damit auch noch recht haben. Also ich setze immer noch mal einen oben drauf. Und dann halte ich da so vehement fest. Naja, und dann wird es mir vielleicht mal für einen Moment gewahr, aber dann scheint mir das zu viel und dann verschwinde ich lieber in Dissoziation. Ne? Und dann kommen solche Gedanken, naja, das ist mir jetzt alles zu viel und später vielleicht und ich kann auch nicht. Ich bin noch nicht bereit. Will ich einfach nicht sehen und hören. Ne? Das ist natürlich immer der leichtere Weg. Das ist ja das, was wir kennen. Sich dann zurückzuziehen, zu verpieseln oder so tun, als wäre ja alles gut. Aber das ist nicht höhere Ebene. Ne? Und ich bin nicht bereit, nach innen zu schauen. Tja. Naja, ich kann nur den Bruder immer wieder einladen. Ne? Möge er hören, weil der Bruder gebraucht wird. Ein jeder Bruder wird gebraucht.
ein jeder Bruder möge offen sein, offen bleiben. Weil nur das bringt ja wirklich Vertrauen hervor. Ne? Wenn ich schwanke, wenn ich mal da bin und mal mich wieder zurückziehe, kann das sehr zu Verunsicherung führen. Ne? Vor allem, wenn ich nicht klar in der Kommunikation bin oder in der Verbindung. Ich kann still sein und trotzdem klar in der Verbindung. Ne? Und das weißt du dann darum. Du weißt, dass du mit mir in Verbindung bist. Oder immer auf mich zugehen kann. Aber scheinbar gibt es noch Gedanken der Dissoziation, wo ich das nicht mehr weiß. Wo ich die Verbindung nicht mehr spüre. Und dann bin ich unsicher. Naja, und wenn ich solchen Brüdern begegne, naja, was habe ich zu lernen? Nicht den Bruder zu verurteilen, dafür, dass er nicht da ist oder immer wieder verschwindet oder im Urteilen ist oder was auch immer, sondern ich hab in mir zu schauen. Und das scheint dann schwierig. Ich kann es vielleicht da nicht sehen. Was ist da in mir, was ich da noch versteckt halte, wo ich nicht offen bin, wo ich halt lieber projiziere, wo ich lieber verurteile, wo ich mich in Trennung halte. Ja, ich kann es vielleicht noch nicht sehen. Heiliger Geist, ich brauche Hilfe und ich möge mir all das vergeben. Ich will Liebe lehren. Aber nicht zwanghaft, sondern im natürlichen Maß. Und da ist ja immer ganz schnell eine Ebenenverwechslung drin. Und dieses Gefühl habe ich natürlich, wenn ich so auf der Körperebene unterwegs bin. Und die geistige Ebene kaum mitschwingt. Nur meine Verurteilung verletzt mich. Es sind immer nur meine eigenen urteilenden Gedanken. Und ich will den anderen für schuldig erklären, dass ich diese Gedanken habe. Weil ich mich im Außen verliere. Weil ich mich mit dem Außen identifiziere. Beziehungsweise mit dem Körper. Weil ich die Welt für wahr erkläre. Und ich Gott nicht vertraue. Es ist immer wieder dasselbe. Ne? Ich sage im Grunde jeden Tag dasselbe. Naja. Wir gehen ja immer weiter. Also von daher entfaltet sich, zeigt sich ja immer mehr. Durch unser gemeinsames Lernen. Und irgendwann braucht es keine Selbstverletzung mehr. Weil dann will ich nur noch, das will ich ja sowieso, nur diesen liebevollen Gedanken. Aber ich kann irgendwie noch nicht so wirklich damit umgehen. Weil ich eben scheinbar noch gespalten bin. Nur meine Verurteilung verletzt mich. Und dann stehe ich im Dunkeln. Ne? Meine Verurteilung hält meine Schau dunkel. Weil meine Verurteilung den Bruder und somit auch mich nicht in Herrlichkeit und Heiligkeit schauen lässt. Wie denn, wenn diese Blockade dazwischen steht?
wenn nichts dazwischen steht. Da ist ja im Grunde nichts. Geh durch die dunkle Wolkendecke. Ne? Du erinnerst dich vielleicht. Und mach es nicht abhängig vom Außen, wie der scheinbar andere reagiert. Und darauf falle ich halt doch immer wieder noch rein. Ne? Weil ich nicht gewillt bin, den ersten Schritt zu tun oder da vergebend darauf zu schauen. Urteilssüchtig. Ja, hier auf der niederen Ebene sind wir urteilssüchtig. Wir leben ja durch diese Urteile und meinen, das ist das Leben. Und bringt es mir ein bisschen Wallung, Aufregung, dann wieder Freude, tralala. Ist halt immer ein Hin und Her. Ne? Da ist aber wenig Regelmäßigkeit, wenig Ruhe. Manchmal scheint es so, aber es bleibt oft nicht in der Beständigkeit. Ne? Plötzlich hocke ich wieder total im Chaos. Naja, ich muss noch weiter nach innen schauen. Ne? Ich muss noch weiter zurücktreten und noch weiter nach innen schauen. Und mich nicht davor fürchten. Meine Verurteilung hält meine Schau dunkel und mit meinen blinden Augen kann ich den Anblick meiner Herrlichkeit nicht sehen. Da schau hin. Lüfte den Schleier. Und schau dich in Herrlichkeit. Denn heute, denn jetzt kann ich diese Herrlichkeit erblicken und froh sein, dankbar. Und du wirst es durch den Bruder sehen. Er erinnert dich daran. Es sei denn, ich will nicht. Es sei denn, ich will nicht mit Gott. So einfach ist Gott. Nutze den Bruder, aber im Sinne des Vaters und nicht für deine Befriedigung. Tja.
Nur meine Verurteilung verletzt mich. Bruder, lass mich dich in Herrlichkeit erblicken, damit ich mich selbst darin erblicke. Und meine Herrlichkeit ist deine Herrlichkeit. Es ist ein Geist. Eine Herrlichkeit. Und das in jedem Moment. Das ist unser Üben heute, ne? Mich in Herrlichkeit zu erblicken und den Bruder. Es nicht zu vergessen. Du bist herrlich und heilig. Du bist Gottes Sohn. Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. So heilig. So herrlich. Und spüre, wie sich dein Geist öffnet und weitet und sich entfalten will. Und sich da hinein zu entspannen, hinein zu vertrauen. Gott ist an erster Stelle. Der Heilige Geist ist mein Führer. Und ich folge Jesus nach. So viele Helfer sind mir gegeben. Und auch du bist mein Helfer, Freund und Helfer. Eine heilige Beziehung. Ein heiliger Augenblick. Tritt zurück und du wirst das mehr und mehr annehmen können, sehen können, geschehen lassen können. Christi Schau ist dir jetzt gegeben. Heiße den Christus in dir willkommen. Christi Geburt ist immer jetzt der Neubeginn, das Erwachen, Auferstehung, eine Entscheidung. Und das ist der Moment, der in Ausdehnung gebracht, gegeben werden möchte.
Nur meine Verurteilung verletzt mich. Meine Verurteilung hält meine Schau dunkel. Und mit meinen blinden Augen kann ich den Anblick meiner Herrlichkeit nicht sehen. Und somit auch nicht deine. Doch heute, doch jetzt kann ich diese Herrlichkeit erblicken und froh und dankbar sein. Weil ich nur Geist bin im Geiste Gottes. Unendlich frei. Ich habe die Macht, dies hier anders zu sehen. Christi Wiederkunft. Ich bin der auferstandene Christus. Und das ist nichts Besonderes. Das ist die Einfachheit und Natürlichkeit selbst. Stark und mächtig. Das bist du, das bin ich, das sind wir, der eine. Also tauch auf. Weil wir das miteinander teilen. Das ist das, was uns zusammenbringt. Möge ich mich nicht weiter in Trennung halten. Ich bin, wie Gott mich schuf, reiner, heiliger, herrlicher Geist. Total geliebt, total gewollt, rundum versorgt. Behütet und beschützt. Und das ist alles. Mein lieber, lieber, lieber Bruder. Heiliger Bruder, herrlicher Bruder, gesegneter Bruder, Lichtbruder. Du kannst die Lektion jetzt gerne, gerne nochmal sprechen. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Nur meine Verurteilung verletzt mich. Meine Verurteilung hält meine Schuld schaudunkel und mit meinen blinden Augen kann ich den Anblick meiner Herrlichkeit nicht sehen. Doch heute kann ich diese Herrlichkeit erblicken und froh sein. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Heil
und ganz, unschuldig und rein. Nur meine Verurteilung verletzt mich. Meine Verurteilung hält meine Schau dunkel. Und mit meinen blinden Augen kann ich den Anblick meiner Herrlichkeit nicht sehen. Doch heute, jetzt, kann ich diese Herrlichkeit erblicken und froh und dankbar sein. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Amen. Ich bin kein Körper. Ich bin unschuldig und frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Nur meine eigene Verurteilung verletzt mich. Meine Verurteilung hält meine Schau dunkel, und mit meinen blinden Augen kann ich den Anblick meiner Herrlichkeit nicht sehen. Doch heute kann ich diese Herrlichkeit erblicken und froh sein. Vater, öffne meine Augen. Sei mein Geist den ganzen Tag über und erinnere mich daran, mich in meiner Herrlichkeit zu erblicken. Führe mich nicht in Versuchung. Das Schwert, das ich über mich und andere halte, möchte ich fallen lassen, damit meine blinden Augen geöffnet werden für deine Schau. Dies ist nicht die Wahrheit, was ich sehe. Lass mich die Welt mit deinen Augen erblicken. Lass mich die Unschuld in allen meinen Brüdern sehen. Meine Ketten sind gelöst. Die Gefängnistür ist offen. Lass mich das Licht deiner Herrlichkeit in mir und in anderen sehen. Ich bin kein Körper. Ich bin unschuldig und frei. Und all meine Brüder sind es auch. Denn wir sind nach wie vor, wie Gott uns erschaffen hat.
mein herrlicher, heiliger Bruder. Ich danke dir so sehr. Danke immer wieder für diesen gemeinsamen Weg der Vergebung, der Heilung, der Erlösung. Danke immer wieder für diese Zusammenkunft. Ich bemerke immer wieder, wie viel Erinnerung ich noch brauche. Ne? Ja, also gib alles. Gib alles und noch etwas mehr. Wir sehen uns. In Liebe und Geborgenheit. Immer jetzt. Gott ist. Und das ist alles. Es ist nur anerkennen. Anerkennen, was ist. Bis gleich.